Michael Sutterach, ihr waren vergangene Woche nur in Indonesien, auf Lombok selber, als das Erdbeben war. Wie haben Sie das alles miterlebt? Ja, also wir waren diese Woche noch auf Lombok und sind auch diese Woche erst heimgekommen. Und es ist halt einfach so, wir waren zu dem Zeitpunkt im Hotel. Und gegen Abend, wo wir im Zimmer waren, hat dann eigentlich alles angefangen zu vibrieren. Und wir sind dann ziemlich schnell aus dem Zimmer raus, haben Glück gehabt, dass wir ein ebenerdiges Zimmer gehabt haben. Und dann ist das Erdbeben schon voll losgegangen. Also man hat einen extremen Lärm gehört und ein brutales Beben einfach. Und ja, wir haben einfach richtig Angst gehabt in dem Moment. Wir haben dann relativ schnell mal unsere wichtigsten Sachen gepackt, wo wir gesagt haben, okay, das brauchen wir zum Heimkommen. Jetzt schauen wir mal in die Lobby, ist überhaupt ein Notfall da, ist viel passiert. Und auf dem Weg zur Lobby haben wir dann erst richtig das Ausmaß von dem Ganzen gesehen. Also der Boden war gesprungen, die Fliesen waren von der Decke habe, die Türen waren ausgehängt, also es war richtig schlimm. Und wo wir dann Richtung Lobby gekommen sind, hat uns ein Security schon auf Englisch Go, Go, Go geschrien. Wir sollen sofort auf den Hügel raufgehen, weil Tsunami-Warnung ist da. Und dann sind wir 4 Stunden circa auf dem Hügel geguckt. Nach der 2 Stunden ist mal der Strom ausgefallen, dann hat man gar nichts mehr gesehen. Es sind noch mehrere Nachbeben gekommen und man hat halt bei dem Nachbeben gehört, wie irgendwas zusammenbricht, was kaputt geht. Ja, und dann ist irgendwie so ein Krisenrettungsteam gekommen nach der Zeit und die haben dann das ja schon mal Decken verteilt, Wasser verteilt, schaut, wie es der Leute geht, liegt ein medizinischer Notfall vor. Sie haben es dann recht gut geregelt. Nach 4 Stunden haben wir dann die Warnung gekriegt, haben dann Richtung Hotel gehen dürfen, sind aber also nicht ins Hotel rein dürfen. Wir haben draußen schlafen müssen, hat man wieder Matratzen verteilt, Decken verteilt, einfach zur Sicherheit. Sie haben dann auch was zum Essen organisiert. Wir haben dann draußen mehr oder weniger geschlafen, also eh nicht geschlafen, weil dauernd Nachbeben waren, alle 30 Minuten hat es gehörig vibriert. Und Richtung Morgen haben wir dann unser Habu gut geparkt und sind dann Richtung Flughafen gefahren. Unser Hotelzimmer war unversehrt auf den ersten Blick. Also wir haben nachher noch rein dürfen, unsere letzten Sachen holen mit Begleitung. Und es hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, aber man spricht natürlich auch mit anderen Leuten, die im Hotel waren. Und die haben natürlich auch erzählt, also mir hat es ganz schlimm ausgeschaut, dass der Spiegel von der Wand ins Waschbecken gehauen hat und der Fernseher um einen Eck vom Zimmer gelegen ist und so Sachen. Also bei uns war es recht human, da haben wir ein großes Glück gehabt. Wie ist es denn auf dem Flughafen weitergegangen? Ihr wart vermutlich nicht die Einzige, die da gebracht hat. Also, na, Flughafen war richtig chaotisch. Also das darf man sich nicht so wie bei uns vorstellen, wenn man auf Zürich geht oder sowas vom Flughafen. Das war ein recht kleiner Flughafen und die haben einfach nicht die Infrastruktur, wie wir in Mitteleuropa haben. Und wir waren natürlich nicht die Einzigen, wo gehen wollen. Es waren Tausende da und der Flughafen war komplett überfordert. Wir hätten ja eigentlich erst 3 Tage später fliegen sollen und haben quasi keinen Flug gehabt und haben Glück gehabt, dass wir einen guten Reiseanbieter gehabt haben, wo sich hinter uns geklemmt hat und gesagt hat, ich komme jetzt heim oder wir organisieren das. Und haben dann auch Glück gehabt zum Heimkönnen. Es sind viele noch am Flughafen, dann geblieben, wo gerne heim wollen hätten. Aber die haben dann übernachtet, dann vielleicht erst am nächsten Tag kriegt, ich weiß es nicht. Durch das, dass wir recht früh heimgehen können, haben wir recht viel Glück gehabt. Wie war da überhaupt die Betreuung vor Ort jetzt von euch, jetzt so durch die, keine Ahnung, österreichische Außenvertretung, durch einen Reiseanbieter, durchs Hotel? Wer hat sich da um euch und eure Probleme gekümmert? Ja, niemanden mehr als uns selber. Also, du bist auf dich selber gestellt in dem Moment. Es sind einfach so viele Leute und alles, und dass sie das nicht managen können, ist mir klar. Wir haben nur einen Ausgeschockt im Hotel und dann hat es geheißen, jetzt bist du auf die Lande gestellt, jetzt musst du schon wieder ankommen. Und es ist schon ein kleiner Kampf. Also, hin und her und viel am Telefonieren und am Schalter warten. Also, wir haben 4 Tage circa gebraucht, bis wir endlich daheim waren. Von dem einen Flughafen zum anderen. Wir haben circa drei Flüge markiert. Ja. Und mit jeweils 10 Stunden Zwischenstopp meistens. Und wir haben in den 4 Tagen recht wenig geschlafen. Also war recht mühsam zum Heimkommen. Was habt ihr auf dem Weg vom Hotel zum oder im Hotel noch und zum Flughafen eigentlich mitgekriegt? Wie war denn die Insel beieinander? Hauptsächlich bei der Touristen hast du es im Gesicht gesehen, dass sie Angst haben, dass keiner, dass sie alle heimwendet, dass jeder einfach um sie selber fürchtet. Also es war generell eine große Angst da. Es war ein recht starkes Beben, du hast es bei den Einheimischen gemerkt, dass sie Angst haben. Und auf dem Weg zum Flughafen haben wir dann doch viel beschädigte Sachen gesehen. Gerade viele Moscheen waren kaputt, die Türme sind komplett umgeflogen, teilweise mitten im Werklager, auf der Straße. Du hast viele Leute gesehen, wie sie
aufräumen, beziehungsweise Leute bergen, ich weiß es nicht, ich wollte es so gerne wissen in dem Moment. Du bist einfach nur froh, dass du Richtung Heim gehen kannst. Einen Eindruck gehabt, wie die Ersthilfe vor Ort, die erste Reaktionen laufen, haben in dem Fall nicht wirklich gewonnen, oder? Ja, ich muss sagen, die Betreuung vom Hotel war okay, sie haben geschaut, dass wir was zum Essen haben. Aber sicher habe ich mich jetzt nicht wirklich gefühlt. Erst als der Krisenschutz da gekommen ist, ist eine Person da, du hast gemerkt, sie hat Ahnung, was sie tut. Sie hat die Leute gleich beruhigt, sie hat da gut Auskunft geben können. Der hat uns ein kleines Gefühl von Sicherheit gegeben. Aber sicher hast du dich trotzdem natürlich nie gefühlt, wenn alle 30 Minuten die Erde bebt, dann hast du einfach Angst. Also, ja.